Ein herzliches Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. So, wir sind in Rivington und wollen jetzt hier nochmal ein bisschen den Leuten blubbern, die wir hier so begegnen. Na dann. Great! Another bloody outsider! You lot are coming out of the walls, aren't you? Ja, ja, ist gut. Ivan. Best stick to the refugee camp, outsider, where you belong. Okay. Freundlich. Sympathisch. Not a chance. Your mother will kill me. Let the kid come. Warenhaus Rivington. Winkelschein. Was geht du Winkeleisen? Welcome, adventurer. I take it you're new to Rivington. No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Ja. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gutting galore. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? Finden, zeig mal. Wie werdet ihr wissen, was meine perfekte Waffe ist? I provide a personalized service for my customers to make sure the weapon I choose is the perfect fit. Tell me, how do you like to kill? Ist das geil? Ich rufe meine Gottheit an, gemeinsam wenn wir alle auslöschen, muss ich uns widersetzen, wobei das auch geil ist. Aber wir nehmen das. I see. Playing to your strengths. Keeping things simple. And when you kill someone, what do you feel? Mächtig, unantastbar, unaufhaltsam. Good answer. To kill is the closest thing to knowing the power of the gods themselves. Mhm. One more question, if you'll humor me. Ja, jetzt do you think gut. You could turn your weapon on those closest to you? Ja, vielleicht, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. There's a killer inside you, isn't there? It wouldn't take much to push you over the edge. Alter. Still rolling in the muck, I see. Gortash knows you are coming. Knows you have the Bone Lord's stone. Do not let him hiss hot air into your worm-weakened brain. Oh, you could kill him. Let him close and make him feel the tickle of your blade between his ribs. Remember, his throat spits lies, but my blade carves the truth. You will read it on your skin soon enough. Jetzt ist er mal gut, ja? She's toying with me. What does she want? You! Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward! Wurde von einer Doppelgängerin angegriffen, die nicht nachgeahmt hat. So? You've got some evil twin running round, whacking people round the back of the head. I'll tell you now, you'll be seeing bloody double while I'm done with you. Oh, nicht kämpfen. Ich weiß, das ist nur schwer zu verstehen, aber ihr wurdet von einer Doppelgängerin angegriffen. Oh, 20. Schaffe ich, komm. Oh, genau 20. Well, I'm sure it were you. I'm almost certain. Ah, gods be damned, I don't know. I'd have sworn, but my head's pounding. Ja, ich will jetzt seine Ware sehen. I need a bloody drink. Go on, clear off. I've seen enough of your face today. Nee. What do you want now? Ja. Then go down to the bloody shop. I've got work to do.
Was ist hier drin? Mach mal rein. Hallo. Hi. Want a blade? Or a bow? Or a dagger? Or maybe a spear is more your thing? You look like you know how to use a spear. By spear. What'd you say? Huh? Seid ihr die Waffen des Schmieds verkauft? Yep, that's me. Würde mich mal nach eurem Boss erkunden. Er hat gerade ein paar Probleme. Oh, all right. Yes. I just got to find a way to bother him. Huh. Without actually bothering him. He doesn't like to be disturbed when he's in the zone, see? Is there anything else I can do for you? Ihr schmiert ihm ganz schön Honig ums Maul, was? It's Gildrell Angelion, for God's sakes. If you knew how good he was, trust me, you'd feel exactly the same way. So, mal sehen, ob ich eure Verkaufszahlen nicht etwas steigern kann. Zeigt, was ihr habt. Oh, yay! Jetzt bin ich gespannt. Was hast du Cooles? Was ist denn das? Schlittenbrett? Ach, das ist ein Schild. No. Noch ein Dornkleidung. Oh, witzig. Tanzende Brise. Ball des Drachenzwillings. Kirschhandschuhe. Ah. Okay, wir sind enttäuschend. Nicht so cooles Zeug. Im Kampf bewirkst du zusätzlich 1 bis 6. Die noch nicht am Zug waren. Ja. Was ist das? Ja. Und auf jeden Fall das hier mal. So. Braucht man auf keinen Fall. So, das ist jetzt. Das war Macht Wucht. Macht 6 bis 15. Also da ist der Dings halt doch deutlich besser. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Da habe ich mir auch viel mehr erhofft, aber naja, Eisenwandenschild. Aber auch nicht. Okay, so. Aber wie sieht's mit Pfeilen aus? Das sieht noch gut aus. Oh, das können wir mal machen. Okay, bei dir mit Pfeilen. Hast du gar keine. Was? Aber mal den hier. Ach doch, sie hatte dann was. Was sind das für Pfeile? Pfeil des Zieltötens. Komm, kauf mal. Pfeile können nie falsch sein. So. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, würde ich jetzt sagen, ne? Ach, wenn du jetzt Dings gehabt hättest, das wäre gut. Wie viel Geld habe ich denn? 24.875? Wanna sell, wanna buy. You know where I am. Bye! Weil, da fällt mir nämlich ein. Ich geh mal hier raus. Wir gehen nochmal zurück zum Markt und bestellen eine Statue. Bastards are charging a fortune. But you heard Baldur's Gate was safe, right? Well, it's a bloody lie. They've banned refugees from the city as if we're the problem.
Okay, also Rivington ist im Prinzip hier so ein Vorort. Was ist das hier? The Circus of the Last Days has returned. See Dryads, Gin and Triple. If you are in the market for potions, I highly recommend the Velveteen Elixir. I've not been this well stocked since Waterdeep. You look like you need to clean off the road dirt, almost as much as I do. No good ends with hot water and a tub on this side of the crossing, though. Hier ist echt armselig hier. If you're after a job, Neverwinter is on the lookout for adventurers. That's where we're headed. Are we fixed on supply? I ain't looking to make friends or enemies. Go bother someone else. Weil du eigentlich ziemlich cool aussiehst. Also, okay, eine normale Bürgerin. Dann gehen wir nochmal schnell rein und bestellen uns so eine geile Statue. Ich will nur hoffen, dass die dann nicht mein dämliches Clownsgesicht wiedergibt. Das wäre schon sehr peinlich. Was ich auch noch machen wollte, ich würde nochmal nach hinten gucken. Oh! Dribbles. Ja, das wissen wir schon, hast du schon gesagt. My wife shall be delighted. Customs are her favorite, particularly when their facial structure is as unique as yours. Hier. Tremendous. Stony darling, let us put this towards our getaway in the Moonshay Isles. I'll have your statue shipped to your camp. You shall love it. We guarantee it. Okay, dann bin ich echt gespannt. Jetzt guckt man nämlich mal hier raus. So, das ist abgeschlossen. Das ist ja wurscht. Gucken wir, ob wir einen Schlüssel haben. Nee, natürlich nicht. Also. Careful, I bite. Öffne dich. Kein Problem. All's well that ends. Not as bad as it could have. Doof. What path lies before me? Nix. Aha. Ja. Mal hier so ein bisschen irgendwas machen. I'll take that. Nichts, oder was? Geshan Kirkaros built the Open Hand Temple, gave all B. Gardenson, gave her life protecting fellow refugees. May the one who endures shelter her. Alvin Muffle Fieldwick gave his fortune to the poor, died in the arms of Millie Runbarrel, killed by the cult of the Absolute. An unknown child and her dog, who stood watch over her grave. Wieso finde ich das hier so verdächtig? Ich sehe nichts. Mikkel Hornkiss gave all to the lepers, fell to the malady himself. He is a beacon to us all. Oh, heilender Trank. Oh, da will ich wohl hin, ne? Was ist das geil, wie schön. Schauen, wie er lang läuft. Halt, stopp, 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 stopp. Tempel der offenen Hand. Hier ist doch gar keiner. Ist doch gut, würde ich sagen. Weil... Don't touch me. Komm, öffne. Oh Gott, ist alles abgeschlossen. Shit. Quick and quiet. Auch dringend Sachen dann zum Öffnen. Ach du Scheiße, da ist gar nichts drin. Oh, ich glaube, das lasse ich, oder? I'll just help myself.
Die haben ja gar nichts. Guck mal, was wir hier alles haben. Magischer Hinterhalt. Zion von Helm. In diesem Dokument fasst Rektor in Janis mehrere Predigten von Vater Morgan zusammen, dem Hochpriesters des Tempels der offenen Hand. Verwechselt die Wunder der versammelten Gemeinschaft nicht mit den Dekreten derer, die darüber stehen, werte Brüder. Es ist die Pflicht eines treuen Gepeinigten, es ist eure Pflicht zu wissen, warum diese Dekrete zu ungerechten Leid führen. Es ist keine leichte Pflicht, sondern eine Pflicht, die zu tragen eure Hände verbunden wird. Das ist auch recht so. Wir müssen uns jederzeit einer zentralen Tatsache gewahr sein. Leiden ist nicht heilig. Leiden ist eine Konsequenz der in die Tat umgesetzten heiligen Pflicht. Ilmater hat keine Freude an seinem Schmerz, meine Freunde. Er erduldet ihn, weil er gerecht ist. Unser eigenen Schmerz ist ein akzeptabler Preis, doch er ist für sich genommen kein Gut. Manche werden euch fragen, wenn euer Gott euch liebt, warum lässt er dann zu, dass ihr leidet? Warum lässt er zu, dass überhaupt niemand leidet? Eine rhetorisch starke Frage, doch es gibt eine Antwort darauf. Man kann nicht geheilt werden, ohne zuvor verletzt zu werden. Man kann keine wahre Freude kennen, ohne deren Abwesenheit zu kennen. Aber ein Leben voller Abwesenheit zu führen, ein Leben voller Leid, das würde bedeuten, nur eine einzige Sache zu kennen. Wir sorgen im Namen des Herrn auf der Streckbank für Gleichgewicht. Dann ist das richtig, das ist gerecht. Okay, alles klar. Magischer Hinterhalt, warum kommt dieses magische Hinterhalt? Ja, stimmt. Okay, dann gucken wir mal, was hast du denn hier alles aufgesammelt. Ein Töd löst oft ein Ungleichgewicht des Leids aus oder wird selbst durch ein solches gelöst. In einem solchen Falle muss ein Priester mit den Geistern sprechen, um zu sehen, ob sie das Ungleichgewicht beheben können. Bitte führt unten die ausgebildeten Todsprecher eures Tempels auf. Todsprecher des Tempels der offenen Hand, Peitschenträger Katrin, linker Tempelschwester Klavin, verstorben, Vater Lorgan, verstorben. Ganz unten auf der Seite befindet sich eine handschriftliche Ergänzung. Meldet euch bei nächster Gelegenheit zur Ausbildung zum Todsprecher an. Es darf nicht sein, dass wir bei der nächsten Tempelinspektion über keinen verfügen. Weiter geht's. Ein praktischer Ratgeber zum Möbelbau, die Truhe mit doppeltem Boden. Dieser doppelte Boden ist keine sonderlich ausgefallene Illusion, aber doch eine sichere, sehr sichere Methode, um zu verhindern, dass euer liebster Besitz zu dem eines anderen wird. Neugierige Kinder, liebische Hausgäste und sogar übereifrige Stadtwachen werden an diesem simplen Kniff verzweifelt. Kiste bauen sie, Bauideen beim Zweifel eine genaue Anleitung. Holz in der Größe der inneren Basis eurer Kiste zurechtschneiden. Achte darauf, dass Maserung und Farbton übereinstimmen. Weinkorken auf die ursprüngliche Basis der Kiste nageln. Ein winziges Loch in den Boden stechen, den neuen Boden in die Kiste einsetzen. Wenn ihr den falschen entfernen müsst, hebt ihn an mit einem langen verbogenen Nagel heraus und durchstöbert die versteckten Dinge. Euer Anbaugifte, bla bla, braucht man nicht lesen. Ist jetzt nicht so wichtig. Lektion von Helm. Dieser Text konfrontiert dich mit harten Sturmgrundsätzen des Gottes Helm, niedergeschrieben und ausgelegt von einem Paladin namens der Herring des Untergrunds muss sterben, O'Reilly. Es gab sich diesen Namen, weil er überzeugt ist, dass die Organisation der Xanatar nicht von einem vieläugigen Betrachter angeführt wird, sondern von einem Wesen, das er Herring des Untergangs nennt. Die Grundsätze selbst sind der üblichen religiöse Kram, sie heben sich nur dadurch leicht von anderen ab, dass Helm sehr auf den Schutz der Schutzbedürftigen bedacht ist. Nach Helms Lehre muss man für die Schwachen und Unterdrückten ein Schild aus Stahl bilden und ihnen Mitgefühl entgegenbringen. Die gesammelten Predigten von Peitschenträger Katrin, herausgegeben anlässlich ihres Aufstiegs von der Hohepriesterin des Tempels der offenen Hand zur Herrin des Hauses des gebrochenen Gottes. O, bemitleidenswerte Gepeinigte, wir leben in erbärmlichen Zeiten. So begierig ist unsere Bevölkerung darauf, an der Zitze der Stadt zu trinken, und so bereitwillig wird diese Zitze angeboten, dass nur selten noch Wehklagen an unseren gebrochenen Gott gerichtet wird. Das Schluchzen der stinkenden Massen sollte in den blutverbrannten Ohren Ilmaters dringen, nicht in die nutzloser Bürokraten. Eine Frage, die Ilmaters treuen Leidenden oft auf den Lippen liegt, lautet:
Wen sollen wir in seinem Namen helfen? Wie sollen wir ihnen helfen? Die Antwort ist simpel. Wir müssen die jämmerlichen Seelen das Werkzeug an die Hand geben, sich selbst zu helfen, indem wir sie in die Lehren der Elemate unterrichten. Wenn diese unglückseligen Gepeinigten nicht wissen, dass sie ihr Leid an den weinenden Gott richten sollen, wie soll er sich dann für sie einsetzen? Behaltet diese Worte im Gedächtnis, meine Kinder. So, ein Buch haben wir noch. Dieses Buch beschreibt den Glaubensweg eines gewissen Chirac Lawen. Sich aus dem Licht entfernen, so hat es immer ausgedrückt, was ich doch ein wenig übertrieben fand. Ein Strahl morgendlich verdüstert diesen Tag, beharrte er. Ich kann das einfach nicht so sehen. Ich kann trösten, ich kann zuhören, ich kann heilen. Natürlich sind meine Talente am sinnvollsten genutzt, indem ich Ilmate anbete. Ich hege keinen Groll gegen den Morgenfürsten. Ja, ich glaube gar, dass ein Strahl seines Lichts immer in mein Herz leuchten wird. Ich sorge mich auch. In Pas Augen funkelt etwas, was er über das Licht spricht. Etwas, was mir nicht gefällt. Am nächsten 10 Tag breche ich nach Baldur's Tor auf zum Tempel der offenen Hand. Vielleicht wissen sie dort, was ihnen plagt. Okay, so, jetzt gucken wir uns das Feuerchen hier mal an. Was Besonderes. Okay, kann es auch wieder aufstehen. Magischer Hinterhalt. Warum wird immer dieses magische Hinterhalt durchgestrichen? Verstehst nicht. Gucken wir jetzt da rein. Naja. Schön hier. Okay, dann gehen wir doch zurück. Das ist der Vorhof oder was auch immer. Wie sich das nennt. Hey mein Freund, wo bin ich denn hier? Wunderschön. Warte mal. Ah, ich könnte hier. Wo ist was? Ah, hier. Eager for battle. Within reach. So, was haben wir jetzt da drin? Äußerlichkeit. Tarne bis zu 4 Mitglieder deiner Abenteuergruppe. Das ist cool. Das ist nicht schlecht. Another step forward. So, gucken wir mal. Servus, Bruder Dominik. Was, Dominik? I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Warum baut ihr die Küche ab? Soup kitchen's no good if we've no one to feed soup to. Besides, Father Lorgan's gone. Murdered. And now they're blaming a refugee for it. Fällt euch vielleicht jemand ein, der Lorgan tot sehen wollte? Didn't like how he looked after the refugees. But I don't think they'd kill him for it. At least, I hope they wouldn't. That's a scary thought. Warte. Look, I need to finish up here. Lots of soup to clean up. Blood too. Okay, na gut. Was ist das denn hier Schönes? Oh, kann ich direkt runtergehen. Schauen wir uns das doch mal an, was wir hier Schönes haben. Hier ist überall Blut. Das ist eine Tür, okay. Dann guckt man uns das hier erst an. Das ist jetzt echt immer noch Krusch drin, ne? Ja, gammelte Eier. Alter, was ist hier los? But that will fit in my pack. Ein Buch mit Todesrieden der Elmate. Diese Seite über die Umkehr wurde besonders oft mit einem Esesohr versehen. Es wird oft geschehen, ob gepeinigte Gläubige, dass sie einen Ungläubigen trösten müssen, der von diesem Leben ins nächste übergeht, oder vielleicht noch geschmackloser, vielleicht habt ihr vor euch den sterbenden Anhänger eines widerwärtigen Gottes, der nur zu gern dem Jenseits entkommen würde, das an ihn zerrt. Der Herr auf der Streckbank gewährt uns viele Kräfte, doch die moralische Geschwindigkeit einer Seele zu verändern, das lässt nicht auf das Sterbebett verlagern. Wenn einer ein sündiges Leben geführt, so wird seine Seele an einen sündigen Ort wandern, so sehr er auch protestiert. Es
würde jedoch mehr schaden, als nützt ihm, das zu sagen. Ilmata verbietet es nicht, die Unwahrheit zu sagen, ganz gleich, was die höfliche Gesellschaft darüber auch denkt. Wenn es dem bemitleidenswerten Sterbenden etwas Leid erspart, dann sagt ihm, dass der weinende Gott mit offenen Armen auf ihn wartet. Lasst ihn glauben, welche Pein seine Seele in den jenseitigen Reichen auch erdulden muss. Sie erinnert sich nicht an ihren Körper, also erspart ihm zumindest in diesem Augenblick das Leid. Ach, das ist eigentlich ein netter Gedanke, Grundgedanke. Eine Sammlung von Vater Lorgans Schriften zur Verzweiflung. Das schlimmste Leid ist vielleicht das, das abstumpft, aber nicht sticht. Erschöpfung sitzt tief in der Seele, sie wirft ihr Netz auch an der Oberfläche auf, dämpft alle Gedanken und Gefühle. Eine solche Malaise, spricht man das aus? Eine solche Malaise kann das Herz verfaulen lassen, wenn man sie schwelen lässt. Sie muss jedoch sorgfältig herausgeschnitten werden. Vor allem gilt, die erschöpfte Seele kennt sich besser, als ihr es je könntet. Seid nicht herablassend, glaubt nicht, etwas zu wissen, drängt nicht. Setzt euch selbst schlicht als Werkzeug für die Erschöpften ein. Lasst sie wissen, dass sie euch nutzen können, wie immer sie es benötigen. Okay. Das Silberglas steckt noch mal ein. Das Blattmusik. So, gucken wir mal schnell. Hier geht's lang, da geht's lang. Das ist doch Blattmusik. Eine elegische Fuge, in dem man mit dem Titel Ode an Unterdrückten. Hallo? Kabel. Here lies Satida Atana, born 1411 DR, died 1485 DR. Ich hab doch hier eine Ratte gehört. Aber ich sehe keine. Wo bist du? Satida Atana. Okay. Nur toll, die haben hier gar nichts. Ja, ich weiß, Grabschändung ist nicht cool, aber egal. Mach dafür ein Feuer an. Ich höre dich. Wo bist du? Glaub nicht. Sind wir eine Ratte? I'll give it a shot. Okay, spannend. Be wary. This place is trapped. Walte deines Amtes. Boah, fett. A crooked touch. Da ist jetzt was Geiles drin. Ach Gott, jetzt geht die scheiß Übel raus. Wir machen vielleicht doch. Na, es geht doch. Wer ist traurig? Ich bin traurig. Heiliges Wasser ist immer gut. So beherrschen. Hallo. Mal hier nochmal schnell rein. Ich möchte gern Heilige. Ja, das ist jetzt nicht so interessant. Ja, das ist ein Wunder der Vorstadt. Das ist interessant. Wunder der Vorstadt. Ein Bericht über angeblich wundersame Phänomene am Stadtrand von Baldur's Tor, die Ilmata zugeschrieben werden. Ein Kunde von Gildro Winkeleisen ist überzeugt, dass seine Wunden mächtig schnell verheilt sind, nachdem er sich an der Esse verbrannt hatte. Gefragt, ob Ilmata etwas zu tun hatte mit dem nervtötenden Gesprächen Herrn vor Carmens Laden einen mächtigen Andenken des Leids. Im Flüchtlingslager gibt es weiterhin Suppe, obwohl der Tempel die Küche geschlossen hat. Eigenartig. Hände eines Mannes waren mit Pferdezügen gefesselt. Er behauptet, das sei ein heiliges Symbol. Manip Nestor berichtet, sich seiner Pflicht nahe zu fühlen, seit er im Flüchtlingslager ist. Oh, schön. Sieht doch mal was Cooles.
Ist das nicht hier? Kann ich hier die Linie? Wahrscheinlich nicht, oder? Moment. Moment. Da haben wir doch was gesehen. Kannst du nicht hier irgendwie... A fine choice. Na gut. Was war das jetzt für ein Geräusch? Ach, sie fliegt. Ist das fett. Warten. Wir teilen die Gruppe schnell auf, weil der ein oder andere wieder ein bisschen zu dumm ist. Geil, hätte ich fast nicht gesehen. Ruft. Okay, so. Never a dull moment. Gehen wir mal weiter hier. Spannend auf jeden Fall. Alter, verschreck mich doch nicht ständig so. Das ist etwas, was mich echt am Spiel nervt, dass die sich immer so dumm anstellen und nicht rüberspringen wollen. Wirklich, so doof. Ihr seid eine Waffe, Herzchen. Erstmal gehen wir hier rein. Still alive, so that's progress. Oh nee, dann... Ja, wie machen wir das? Labern wir doch vielleicht erstmal mit denen, wenn wir labern können und die uns nicht angreifen. Achso. Gib ihm. Ich weiß zwar nicht, warum du mich jetzt angreifen musstest, aber mir wurscht. Beugsam. Was ist das hier? Ein Zombie. Schon wieder so ein Kack-Doppelgänger. Was soll denn das? Gib ihm. Oh, er ist so geil. So, Nasche. Nee, wir schießen, wir sparen uns jetzt das Zeug. Sind zu schwach. So ein Kriecherschleim. So. Diesmal eine Runde. Oh, Gift ist immer gut. Boah. Was erlaubst du dir? Wieso kommt er schon wieder dran? Wow, wie cool. Okay, geht das? Perfekt. Alter, der ist so geil. Time to push my luck again. Okay, nochmal den hier. Diese Drecksdoppelgänger, was ist mit euch? Ist die doof. So. Nö, das war mal jetzt nicht. Alter, dieses Ausweichen. Sehr interessant, muss ich sagen.
fällt mir was ein. Habe ich damals eigentlich das Ding gelesen? Nee, Nachricht vom Tribunal. Fung. Wir sehen es dir an, den Durst, die Kunst, die Leidenschaft. Der Spur aus kaltblütigen Morden, die du hinterlassen hast, fehlen nur noch ein paar letzte Taten, um dir einen Platz unter seinen größten Anhängern zu gewähren. Aber dafür verlangt er etwas wahrhaft Einzigartiges. Ein Zirkus ist gekommen, mit ihm eine ganze Sammlung von Außenseitern und Lumpen, aber noch wichtiger, eine Bühne. Jetzt kommt der Auftritt deines Lebens und wenn der Vorhang fällt, wird das Tribunal dir zusehen. Was hast du? Aspirant Dolor ist talentiert, wenn auch etwas zu sorglos. Der Dolch, den er zurückgelassen hat, liegt irgendwo in diesen Höhlen, ich weiß jedoch nicht wo. Ich kann ihn riechen, der Angstduft seiner Morde steht nach vollbrachter Tat in der Luft, weil er sie zunächst mariniert. Sie stehen, liegen, sitzen stocksteif da, während das Gift ihre Glieder mit Blei füllt und kennen nur noch zwei perfekte Fakten. Sie werden sterben, sie können nichts dagegen tun. Okay, dann lass uns mal hier entlang. Weil das sieht verdächtig aus. Curious. Okay, das ist aber nichts. Ah doch, hier, Hebel. Ach, hier bin ich. Okay, alles klar. Breathe deep and move. Okay, hier geht's runter. Let's have a look. Warte, nee, geh mal hier lang. Hier geht's dann auch nochmal weiter. Das heißt, wir gucken uns erst. Oh, was sind hier alles los? Warte. Mach mal das Zeug ein. Blauer Connor Balskopf. Wurde übel gemordet, hä? Alles symmetrisch angeordnet. Tatsache. Das Abbild von Ilasera, die abwartete und beobachtete. Welchen Nutzen hatten ihre Augen? Sie für eine Jägerin, konnte ihre Wolle nicht ergründen. Darunter steht eine übertriebene Unterschrift verfasst im Blut. Orin die Rote. Freundin kennen wir. Guck mal oben erstmal noch lang. Wollen wir runtergehen? Alter, die haben hier echt ganz schön. Hier echt übel gemordet. Oh, alles müssen wir ja nicht mitnehmen. Hier nehmen wir mal alles mit. Beutel. Ob die Arme. Was ist das? Bitte um Almosen. Silberteller. Oh. Vielleicht kannst du ja nicht gegangen sein, du. So, dann gucken wir mal, was wir da noch haben. Dieser Brief wurde in den sorgfältigen, aber unbeständigen Handschrift von jemandem verfasst, der das Schreiben eben erst gelernt hat. Mama sagt, ich soll öfters Danke sagen, also danke. Danke, dass ihr diese gemeine Frau geschimpft habt, die mich so gemein angeschrien hat. Jetzt habe ich schon dreimal Danke geschrieben, viermal. Das freut Mama bestimmt. Eins noch, habt ihr irgendwo meinen Teddy gesehen? Ich glaube, ich habe ihn bei dem ganzen Geschrei verloren. Bitte, Vater Lorgan, Rektor Janis, wenn ihr etwas zu essen entbehren könnt, unsere Mägen jaulen nachts wie getretene Hunde. Karotten, Äpfel, wir essen selbst eine Zwiebel, wenn ihr sonst nichts habt. Auch ich.
mal hier runter. Ist nichts Besonderes. Was ist das hier? Was ist das hier? Okay. Ich könnte jetzt hier hin. Geh zurück! Alarm! Scheißen Dreck. Sie hat überlebt, das heißt... Ja, ja, ist gut. Okay, das könnte dumm werden. Gott, ist das blöd. Okay, aber das Gute ist, ich kann meine lächerliche Schminke jetzt wegmachen. Wir gehen nämlich jetzt hier hin, bereiten uns. Hier ist doch schön zu rasten. Und dann gehen wir nämlich in der nächsten Folge hier hin. Aber wir machen jetzt erstmal noch schnell eine Rast. Das war echt dumm, was ich gerade gemacht habe. Wirklich dumm. Aber gut, gibt Schlimmeres. Mal schauen, ob ich hier noch das ein oder andere Gespräch führen kann. Oh! Queen Vlakith! Squall! You are Hishalik! And still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Shestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! I have only a moment, and you, Hishalik, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains! The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlakith's rule? Return to the astral prism. Slay Orpheus the pretender. Serve me, and I will ascend you. Mm-hmm. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lazel's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlakith. Nee, ich schweig jetzt hier mal. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing! You are nothing! The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death. I will consume.
consume you. I will unmake you. Ja, ich glaube, die ist nicht so gut auf uns zu sprechen. Würde ich jetzt so behaupten. Echt dezent. Don't waste a step. Ja, siehst du? Ach, wen haben wir da? Hallo, Jenna. Hi. It's me, Jenna. Ja. You remember me, right? You were really nice to me before. And, my mom hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? Ja, du bist so süß mit deiner Katze. Natürlich könnt ihr bleiben, Jenna. Sucht euch einfach einen Platz und ich weiß, dass du kochen kannst. Yes. You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Ja, koch für uns. Das kann man immer, das ist kostenlos. Super. Hier ist er. It is done. There is no going back. As long as the Undying Queen reigns, I am never to soar unbound over the Astral Sea. Never to cross the One in the Void. Oh, dieses dämliche Ding. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Tiefe kennen. Das wollen wir mal. Ach, dieses. Was ich an Einzergrad. Ostracized by her queen. Why should she not feel bitter? Glaubt um meine Zukunft, die euch nie vergönnt sein wird. Flakit hat euch alles genommen. How well you've come to know me. But in truth, she didn't take everything. I have what I have gathered for myself. I'm more to a new regent, a new land, and new allies. Vlakith cannot unmake she who no longer exists. And so, from the old battle cries is birthed another. Tmar Salar Orpheus must still now forge in Inyeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. Ich dachte eigentlich, du meinst mich. Ihr habt euch Orpheus Sachen schnell angeschlossen, was mit euren eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Orpheus' freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki. And the prince who would liberate them. But that time won't come until the prince of the comet flies again. Plakit hat versprochen, euch zur Bad Flakit zu machen. Klingt beeindruckend. Plakit's left hand and her right. Commander of all dragons. Chosen of the Queen Regent. Not since Vlakith I has a Bart to Vlakith been anointed. Another empty promise. Only a naive fool would believe otherwise. The kind of fool I was not so long ago. Was machen wir nun? We find Voss at Charess's caress and retrieve the key to releasing the prince. Orpheus tough Ki Narsin. Na ja. Dann gucken wir mal. So. Da ist die Statue. Da bin ich. Jetzt gucken wir mal. Na ja. Ist auf jeden Fall nicht das dämliche Clownsgesicht. Da hatte ich ja echt Schiss. Okay, dann machen wir. Wo sind denn die Schlafsäcke? Gucken wir mal schnell. Hä, wo sind die Schlafsäcke? Ah, zu Bett gehen. Better not be cursed. Ja. Oh, was? Ja, gut. Nee, dann machen wir so.
machen wir hier einen Cut und ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.